Bonjour Tristesse, möchte man sagen. Frankreich wählt rechts. Bei den Regionalwahlen wird der Front National von Marine Le Pen stärkste Kraft. Und das ist kein Einzelfall. In Polen erreichen die Nationalkonservativen die absolute Mehrheit. In den ach so toleranten Niederlanden liegt der Islamkritiker Wilders in den Umfragen weit vorne. Ähnlich das Bild in Ungarn, Österreich, der Schweiz. Rechtsruck in Europa, Sieg der Populisten. Das ist unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Aus Frankreich direkt zu uns gekommen ist Professor Hans Stark. Er lehrt am Französischen Institut für internationale Beziehungen IFRI und an der Universität Sorbonne. Herzlich willkommen. Aus Deutschland mit großer Verbindung zu Polen. Gesine Schwan, Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD und Präsidentin der Humboldt-Viadrina Governance Plattform. Herzlich willkommen. Aus den Niederlanden, Merlijn Schronenboom, niederländischer Journalist, arbeitet in Berlin. Und aus Dresden, gebürtig aber aus Bayern, Werner Patzelt, Politikwissenschaftler an der TU in Dresden. Herzlich willkommen. Herr Stark, wie ist die Stimmung in Frankreich nach dem starken Sieg von Marine Le Pen vom Front National und wie erklärt man sich diesen Sieg? Ja, die Franzosen sind sehr stark polarisiert. Das Lager von Le Pen ist natürlich jetzt sehr euphorisch. Sogar die Perspektive eines Wahlsieges 2017 bei den Präsidentschaftswahlen ist jetzt eine potenzielle Möglichkeit geworden. Die anderen Parteien stehen unter Schock. Sowohl die Sozialisten als auch die bürgerliche Rechte hätten nie damit gerechnet, dass die Partei von Frau Le Pen von einem Drittel der Franzosen gewählt wird und in einzelnen Regionen bei etwa 40% liegt. Mhm. Sieht man denn diesen starken Erfolg als eine Reaktion auf die schrecklichen Terrorangriffe von Mitte November? Auch, natürlich. Wobei allerdings zu vermerken ist, dass der Aufstieg von Marine Le Pen jetzt schon 2012 begonnen hat und dass sie kontinuierlich bei den letzten Wahlen, den Europawahlen 2014, aber auch bei den Kommunalwahlen im gleichen Jahr sehr starken Zulauf bekommen hat und peu à peu kommt sie hoch auf 30%, in den Umfragen vielleicht sogar 35%. Und bei den Präsidentschaftswahlen wird sie mit Sicherheit beim ersten Wahlgang als stärkste Kandidatin hervorgehen. Mhm. Wer wählt denn Front National? Also der Front National hat ein festes Wählerspektrum auf der rechtsextremistischen Seite von etwa 15%. Dazu kommen aber auch jetzt inzwischen sehr viele linke Wähler. Denn Marine Le Pen macht das eigentlich sehr geschickt. Das ist auch die Gefährlichkeit dieser Person. Denn sie bietet sowohl sogenannte Lösungen für die rechtsextremistischen Wähler an, also Abbau von Integration, Rauswurf von kriminellen Moslems, bis hin zur Infragestellung der Teilnahme Frankreichs an der Europäischen Union und an der Eurozone natürlich. Aber auch im linken Lager fischt sie jetzt, indem sie also ganz konkrete Forderungen anstellt, die man normalerweise von Kommunisten hört, wie die Senkung des Mindesteintrittsalters für die Rentner, beziehungsweise Anstieg, also das Ansteigen des Mindestlohns, bis hin zur Besteuerung von Importen. Das sind alles eigentlich Forderungen, die man eher von den Linken her kennt. Und dadurch wird sie attraktiv für ein bestimmtes Wählerspektrum, das insbesondere sich in der unteren Mittelschicht befindet. Und das sind die Globalisierungsverlierer. Sie spricht also ganz konkret die Globalisierungsverlierer an. Und die sind sehr zahlreich in Frankreich. Also das ist Frankreich. Wir wollen ja über verschiedene Länder in Europa reden und die Frage, was das für Europa bedeutet. Frau Schwan, als Sie gehört haben von dem starken Sieg von Marine Le Pen, was ist das für ein Signal für Europa Ihrer Meinung nach? Eines, das in der Tat, ich würde es jetzt nicht nur Globalisierung nennen, aber die sozioökonomische Entwicklung in Europa gefährlich geworden ist. Ich glaube, dass es in all diesen Gesellschaften zunehmende soziale Diskrepanzen gibt und infolgedessen sich wichtige Segmente der Gesellschaft nicht mehr berücksichtigt finden. Das ist ja auch in Deutschland so. Da kann man ja auch sagen, dass ungefähr 20% sich allmählich ausklinken. Und es war ganz klar in Polen so und vorhersehbar, dass sie dort Teile der polnischen Gesellschaft haben, auf dem Land und eher im Ostpolen, die sich da nicht mehr berücksichtigt fühlen. Ich führe das auch zurück auf einen ziemlich starken Sieg doch neoliberaler ökonomischer Politik. Das ist in Frankreich zum Teil etwas anders. Da sind die Staatsstrukturen sehr starr und das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist sehr schlecht und wenig
flexibel und reformoffen. Aber diese Kombination von auf Verunsicherungen dadurch einzugehen, dass man mental im Nationalismus und im Ressentiment die Sicherheit schafft und ökonomisch, sozial in Staatsaktionen, die eben Mindestlöhne und sowas alles befürworten. Übrigens haben auch die Tories Mindestlöhne in Großbritannien ja befürwortet, aus einem bestimmten Kalkül. Diese Kombination ist auch ehrlich gesagt historisch nicht total neu. Also das ist eine Reaktion und ich glaube schon, dass die grundlegende Verunsicherung, die sozioökonomische Verunsicherung und auch die Nichtberücksichtigung von demokratischen Einflussnahmen auf die Ökonomie sich hier sehr negativ abbildet. Würden Sie denn sagen, das kann man durchaus vergleichen eben dann da damit? Polen, Frankreich und Polen, ja sicher, das kann man schon vergleichen, denn diese Kombination von rechts und links, die ist bei der Partei PiS, also Recht und Gerecht, Bravo, De Vos, ist das genauso gewesen. Und man muss sagen, dass die Vorgängerregierung, die sogenannte Bürgerplattform, Plattforma Obywatelska, sehr wirtschaftsliberal war und wenig auf all die Abfederungen geachtet hat und damit auch viele verloren hat. Also wirtschaftliche Gründe, Globalisierung, es gäbe linke und rechte Themen, die sich da mischen. Herr Schronbaum, wie ist das in den Niederlanden? Wir haben jetzt gehört, dass die Partei für die Freiheit von Geert Wilders inzwischen in den Umfragen weit vorne liegt vor den Sozialdemokraten, vor der regierenden VVD. Wie würden Sie das da erklären in den Niederlanden? Na, mehr noch. Er hat jetzt in die Umfragen genauso viel wie die Regierungsparteien zusammen haben. So, er ist in den Umfragen absolut die stärkste Partei geworden. Und genau das gleiche Bild zeigt sich da. Er hat, genau, es bleibt Umfrage natürlich, er hat Wähler aus den liberalen Kreisen und auch aus sozialistischen Kreisen hat er an sich gebunden jetzt. So, er hat das gleiche gemischte Publikum, kann man jetzt sehen. Aber der Anlass für Wilders Aufstieg ist natürlich die Flüchtlingskrise jetzt. Wilders hat die letzten Jahre, er ist mächtig gewesen, er ist vergessen gewesen eine Zeit, er ist nicht mehr ernst genommen, aber jetzt ist er wieder zurück, mehr als er jemals war. Und der direkte Anlass ist dann doch Flüchtlingskrise. Und da spielt er jetzt mit, er spielt diese Karte deutlich aus. Das Wort Verunsicherung habe ich gerade gehört. Ich habe neulich einen Film gesehen über ein kleines Städtchen, wo Flüchtlinge untergebracht wurden in Holland, wo tatsächlich eine große Gruppe von Bürgern sich dagegen gewehrt haben, wie wir in Deutschland auch sehen. Und eine Frau hat dann ein Plakat da festgehalten, aber wo ist meine sichere Hafen? Und das fand ich typisch, dieses Gefühl von, wir sorgen jetzt für die Flüchtlinge, aber für uns wird nicht gesorgt. Und auf diese Verunsicherung spielt Wilders natürlich ein. Das kann man sehen. Wenn Sie das jetzt hören aus den drei Ländern, also, würden Sie auch sagen, das ist ein Punkt, den man in Deutschland durchaus auch sieht, dass Leute verunsichert sind. Jetzt haben wir nicht so eine starke rechte Partei. Die AfD, wenn man sie vergleichen würde als rechtspopulistische Partei, liegt ungefähr bei 7-10%, je nach Umfrage. Kann man das vergleichen? Na, vergleichen kann man alles. Wenn man auf die europäische Landkarte blickt und etwa eingetragen findet, wo rechtspopulistische Parteien in den nationalen Parlamenten sind oder gar an der Regierung beteiligt sind, und wenn das alles farbig ist, dann klafft Deutschland als ein riesiges weißes Loch. Es ist so, dass die grundtragenden Strömungen, die zu diesen europäischen Rechtspopulismen führen, schon auch in Deutschland fühlbar sind. Und ich werde gleich die drei wesentlichen benennen. Aber in Deutschland ist sozusagen der gesellschaftliche Widerstand gegen Rechte, gegen rechtspopulistische Parteien aus historisch benennbaren Gründen einfach eine andere. Und die drei wesentlichen Sachen sind eigentlich schon alle benannt worden. Es gibt die große Sorge, dass die Stabilität der Verhältnisse, von überschaubaren Verhältnissen, in denen man auch Solidarität beanspruchen, aber auch garantiert bekommen will, dass die ins Rutschen geraten ist. Einmal durch sozusagen das Ende der Sicherheit des europäischen Sozialstaates. Zweitens von oben her über Globalisierung, wo auch die Gesellschaften auseinanderreißen zwischen Gewinnern und Verlierern. Und drittens die großen
Drücke, die auf die europäischen Gesellschaften über Migration und offene Fragen, wie man denn die Integration der Zugewanderten bewerkstelligen kann. All diese drei Dinge wirken auf Deutschland genauso. Und man sieht sie auch im rechten Bereich, bei der AfD, bei Straßendemonstrationen quer über die Republik mit bestimmten geografischen Schwerpunkten. Nur es sind einfach die Widerstandskräfte, die Nicht-Akzeptanz von Rechten in Deutschland wesentlich größer als anderswo. Sonst könnte das genauso hier auch sein. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Arbeitslosigkeit zusammen. Vielleicht ist das ein Punkt, auch, der Frankreich betrifft, der wichtig ist, um den Wahlsieg jetzt von Frau Le Pen noch mal zu erklären. In Deutschland, wir haben ja faktisch, praktisch Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist doppelt so hoch. In Deutschland, die Wirtschaft ist so stark geworden durch die Reindustrialisierung. Die Industrie sorgt für 27% des Bruttosozialproduktes. In Frankreich sind es nur noch 12% des Bruttosozialproduktes. Und die Industrie geht immer weiter zurück. Das heißt, viele Franzosen sehen jetzt auch die Flüchtlinge kommen nach Europa und sagen, sie dürfen nicht zu uns kommen, nicht weil wir sie nicht wollen. Es gibt bei uns einfach keine Jobs. Ja? Während Deutschland in einer ganz anderen Situation ist. Ja. Ich denke mal, unabhängig jetzt von der historischen Dimension, die Sie angesprochen haben und die richtig ist, hätte Deutschland eine wirtschaftliche Situation wie in Frankreich, wäre die politische Situation auch eine andere. Und umgekehrt, Le Pen hätte nie die Position jetzt in Frankreich, hätte die französische Wirtschaft eine ähnliche Beschäftigungslage wie die Bundesrepublik. Wobei diese Reindustrialisierung, das ist ja interessant, in Deutschland eben gerade nicht Agenda 2010 und sowas war, sondern das war eine typische staatsinterventionistische Reaktion damals in der Bankenkrise. Der Staat hat zugezahlt, man hat Arbeitszeitreduktion gemacht, man hat Kurzarbeiter finanziert und das alles war damals sehr umstritten. Aber die Gewerkschaften waren sehr stark und Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich darauf verständigt, dass die Industrie nicht baden gehen soll. Mit dem Argument, wenn die mal baden gegangen ist, kriegen wir sie nicht wieder hin. Aber es war eher eine keynesianische Politik und nicht eine neoliberale, die Deutschlands Position so gut gemacht hat. Aber den Niederlanden geht es ja wirtschaftlich jetzt nicht so schlecht. Und trotzdem ja, aber dieses Gefühl, was tatsächlich gerade angesprochen ist, das gab es bei uns die letzten Jahre auch. So seit der Finanzkrise ist tatsächlich etwas hat sich geändert. Das Gefühl, dass es alles nicht mehr von selbst geht, die Stabilität, die weg ist, das ist deutlich anders als in Deutschland. Das spürt man tatsächlich. Wenn man da in Holland kommt, versteht man nicht, worüber die Leute klagen. Sieht viel reicher aus als Deutschland, aber die Zahlen sind anders. Also wenn man sagen kann, es gibt also wirtschaftliche Argumente dafür, die sind ganz klar. Jetzt fällt ja auch auf, dass in Frankreich auch vor allen Dingen die jungen Leute den Front National gewählt haben. Wie erklären Sie sich das denn? Auch erneut vielleicht durch die Arbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich liegt bei 25%. In Deutschland, glaube ich, bei 5 oder 6%. Das ist auch unglaublich, ja. Und insbesondere liegt sie dann wiederum noch sehr viel höher, die Jugendarbeitslosigkeit, außerhalb der Ballungsräume Paris, Marseille, Lille, Lyon, Toulouse, wo es vielleicht noch wirklich noch eine gewisse wirtschaftliche Attraktivität gibt. Und insbesondere auf dem flachen Land und ganz besonders in Ostfrankreich, wo Frau Le Pen 40% der Stimmen bekommen hat, da ist die wirtschaftliche Situation katastrophal. Und ich glaube, es geht nicht nur um die faktische Wirtschaftssituation, sondern es geht auch um eine wirtschaftspolitische Strategie, die das Wort Solidarität sehr klein schreibt. Und alle die da jetzt noch sicher akut vielleicht noch ganz gut leben, haben die ganze Zeit Angst vor Abstieg, weil es ja so beschrieben wird, dass dort, wo sozusagen keine Arbeitsplätze sind, man jetzt nicht durch Investitionen auch nachhaltige Arbeitsplätze schafft, sondern im Grunde man eine angebotsorientierte Politik weitermachen will, also Steuern runter, Sozialabgaben runter und so weiter. Und das schafft natürlich, verstärkt die Unsicherheit, dass da keine Solidarität auffängt. Ist denn dann der Schluss richtig, dass jetzt nicht Front National oder andere Rechtspopulisten so gut sind und so gewonnen haben, sondern dass die anderen eigentlich versagt haben? Die anderen etablierten Parteien? Wenn irgendwo radikale Parteien von den Rändern des politischen Spektrums oder von der radikalisierten Mitte gewählt werden, dann ist das immer ein Indiz dafür, dass die etablierten Parteien ein Personal- oder Politikangebot haben, das vom Wähler gleichsam nicht mehr so richtig gerne gekauft wird. Und da muss man sich fragen, was läuft da schief? Und da fällt einem durchaus Folgendes ein, weil er auch die Wählerstruktur der Rechtsradikalen eben nicht sozusagen alte Leute sind, die vergangenen faschistischen Zeiten nachtrauen, sondern junge Leute sind, die gegen das System revoltieren. Das Establishment hat sich verändert. Die
Protestbewegungen, an denen wir sozusagen unser Verständnis von Protest geschult haben, die 68er-Bewegung und so weiter, die revoltierte gegen ein anderes Establishment, nämlich ein rechtes, eines, das von einem Staat, der Bevormundete, geprägt war und ihn vor Augen hatte. Das ist von heute ist ein liberales, sozialdemokratisches. Es sind jene, die gleichsam im Gang durch die Institutionen an den wichtigen Stellen des öffentlichen Diskurses angekommen sind und ihre Vorgaben machen. Deswegen ist es auch so furchtbar leicht, dagegen zu revoltieren, denn ein Liberaler wird schnell sozusagen die Waffen aus der Hand geschlagen bekommen, wenn er einem dreisten Populisten oder Radikalen gegenübersteht. Und hinzu kommt noch eines. Und auf das hat Frau Schwan völlig zu Recht verwiesen. Es ist die Rolle des Staates. Es ist der Staat, von dem man erwartet, dass er für Stabilität und Sicherheit auch in unsicheren Zeiten sorgt. Aber genau die Rolle des Staates ist im Zug der Globalisierung ausgehöhlt worden. Die Rolle des Staates wird von einer Position ausgehend, die da sagt, Grenzen sind irrelevant, wir können die Grenzen nicht dicht machen, die Staaten müssen aufgehen in übernationalen Einheiten. Da wird diese Garantieleistung des Staates einem allgemeinen Zweifel zugeführt. Und das vermengt sich dann zu einer Weise, welche die etablierten Parteien schwer auffangen können, weil die Grundmuster des öffentlichen Diskurses quer zu diesen Herausforderungen stehen. Und weil man dann am einfachsten, oder weil die Rechtspopulisten geben ja dann schnell einfache Antworten. So ist es. Also es ist ganz Grenzen zu und dann ist das ganze Problem gelöst. Ja, aber das Interessante zum Beispiel wieder Holland ist natürlich Politiker, die klare Wörter gebrauchen, gibt es bei uns auch an die linksliberale Seite. Und auch die sind in die Umfrage gestiegen. So, es ist tatsächlich auch Klarheit und dass man weiß, okay, wenn ich dieser Politiker wähle, dann bekomme ich auch, was er sagt. Dieses Gefühl von, es wird nicht mehr gesagt oder wird nicht mehr getan, was man sagt. Man kann die Politiker nicht trauen. Das ist natürlich ein Gefühl, was in Holland, in Frankreich und in Deutschland sehr stark lebt. Und in diese Situation kann man genauso gut eine aufrechte, authentische Linksliberale wählen als ein Rechtspopulist. Das ist natürlich auch Ehrlichkeit. Aber wenn man auf Frankreich schaut, Herr Stark, wo haben denn die anderen versagt, die anderen Parteien? Wenn jetzt sogar für die zweite Runde der Regionalwahlen sagen die Sozialisten, wir verzichten auf die Kandidatur, damit die Leute dann die Konservativen wählen und dadurch Marine Le Pen verhindern sollen. Also das ist ja schon ein totales Armutszeugnis, wenn man sich so zurückzieht, wenn man eben so darauf reagiert. Und das ist möglicherweise auch eine Fragestellung der Demokratie. Ich meine, es haben ja 40% der Franzosen für Le Pen gestimmt. Und wenn die bei einer relativ niedrigen Wahlbeteiligung. Bei einer 50-prozentigen Wahlbeteiligung. Und wenn also jetzt eine Art Barrage, also ja, ein Block zusammenkommt zwischen linken und bürgerlichen Rechten, der dann Le Pen verhindert, wird dann die Letztere wiederum keine Abgeordneten in die Regionalräte schicken können. Und dann werden wieder 40% der Franzosen frustriert sein, weil sie sagen, wir werden nicht gehört, wir sind nicht repräsentiert. Der Front National ist eine Partei, die jetzt in den letzten Jahren lag sie bei 20-25%. Sie haben 4 Abgeordnete im französischen Parlament bloß. Ja. Das hängt natürlich mit dem französischen Wahlsystem zusammen. Das ist ein Mehrheitssystem und das Mehrheitssystem kennt eben halt keine proportionellen Verhältnisse und dementsprechend unterrepräsentiert ist der Front National und das führt dann noch zu mehr Frustration, noch mehr Druck. Das führt auch zu einer Opferrolle und Le Pen ist in einer Opferrolle und das spielt sie natürlich aus. Ihre Frage aber jetzt, haben die anderen versagt? Ja, leider, natürlich. François Hollande hat Wahlversprechen gemacht, die nicht einzuhalten waren. Das wusste man 2012, dass sie nicht einzuhalten waren. Er hat es trotzdem getan. Und er führt jetzt den Beweis aus, schon seit mehreren Jahren, dass es nicht anders geht, dass er eine liberalere Politik machen muss, als die er versprochen hat. Er hat versprochen, das Sparprogramm von der Bundesrepublik und der Europäischen Union nicht mehr weiterzuführen. Er hat eigentlich ähnliche Versprechen gemacht wie Tsipras in Griechenland. Und er ist genauso gegen die Wand gefahren wie Tsipras in Griechenland. Ja. Ja, und sein Gegenüber, das ist Nicolas Sarkozy, der versucht, sein Comeback jetzt zu machen. Er ist Vorsitzender geworden der bürgerlichen Rechten, die sich jetzt Republikaner nennen, übrigens. Und im Grunde genommen hat
hat er eine ganz, ganz schlechte Bilanz gehabt in den Jahren 2007, 2012, wo er Präsident war. Und die Franzosen sind mehrheitlich der Meinung, dass auch Sarkozy das Blau vom Himmel herunter versprochen hat im Jahre 2007 und nicht eine vernünftige Reform durchgeführt hat. Also dann dieser Punkt, die keine klaren Aussagen, das haben wir jetzt aus Holland gehört, das ist so ein Bedürfnis danach, jemand soll auch mal dann auch das sagen und soll dann das tun, was er sagt, ja. Frau Schwann. Ich glaube, das ist eher ein sehr wichtiger Punkt, weil bei aller Verunsicherung dieses taktische hinter demografischen, hinter Demoskopien nachjagen, die Verunsicherung verstärkt. Und da hat es sehr viel wahltaktisches Gerede gegeben auf allen Seiten, auch in der Sozialdemokratie. Und ich glaube, bei der Sozialdemokratie ist ein Problem, Herr Patzelt hat das angesprochen, sie hat keinen eigenen Weg bis jetzt gefunden, wirtschaftspolitisch gegen den Neoliberalismus. Und solange sie diesen eigenen Weg nicht findet, wird sie immer etwas zusagen oder soziale Sicherheiten suggerieren, die sie dann aber mit dieser neoliberalen Politik eben nicht macht und nicht einhalten kann. Das ist also sowohl nicht die Versprechen einhalten, als auch keinen eigenen Weg haben, wofür man steht. Der Front National, so eklig wie er für mich ist, der steht sozusagen für was. Der kämpft für was, ob er nachher Politik machen kann, ist eine ganz andere Frage. Und nun ist aber das Problem, wenn man Tsipras vorwirft oder auch Hollande, dass sie etwas versprochen haben, was sie nicht haben halten können. Warum haben sie es nicht halten können? Das ist ja noch sehr die Frage. Also bei Tsipras ist es so, der hätte es meines Erachtens über weite Strecken halten können, wenn die Europäische Union ihn nicht gezwungen hätte. Und das, was jetzt in Griechenland passiert, was völlig unterhalb des Radars im Moment ist, das wird uns noch einholen. Das ist nämlich ganz fatal. Es geht auch nicht mit diesem Erpressen für neoliberale Reformen, die das Volk arm machen. Also wir müssen eine Wirtschaftspolitik finden, die begrenzt keynesianisch ist, allerdings dann europäisch finanziert. Ich glaube, wir werden keinen Aufschwung, kein Wachstum, keine neuen Investitionen in Europa haben ohne staatliche, öffentliche Investitionen. Das private Geld liegt auf der Straße, investiert aber nicht. Aber jetzt kommen wir weiter. Ja, aber wir haben ja jetzt im Moment vor allen Dingen ein Problem, was die meisten Europäer beschäftigt, nämlich diese Flüchtlingskrise und das Gefühl, dass das eine Überforderung ist für ganz viele Menschen. Herr Patzelt, Sie haben sich ja auch auseinandergesetzt mit Pegida, den Demonstrationen in Dresden. Und würden Sie sagen, das passt da rein, dieses Gefühl, ich werde nicht gehört, mir wird was versprochen, was nicht gehalten wird? Ist das so ein Politikverständnis, was sich da durchsetzt und was dann halt eben ja in den Rechtspopulismus führt? Ja, es ist genauso. Aus den Enttäuschungen, von denen vorhin gesprochen worden ist, davon, dass die Logik des Führens von Wahlkämpfen dazu verleitet, Dinge in Aussicht zu stellen, die die Leute gerne hätten, wo man sich über die Abrechenbarkeit und die Durchführbarkeit aber im Wahlkampf zu wenig Rechenschaft liefert. Und hier funktioniert unsere Demokratie tatsächlich nicht so optimal, wie sie funktionieren könnte. Schauen Sie, wenn Politiker durch die Logik des Wahlkampfes Dinge versprechen, die die Leute gerne hören, die aber nicht realistisch sind und damit die Wahl gewinnen und dann enttäuschen müssen, dann hat man sozusagen bei der nächsten Wahl in 4 oder 5 Jahren wieder die Möglichkeit abzurechnen. Wenn man ein föderales System hat wie das unsere, kann man das bei den Landtagswahlen dazwischen auch tun. Der Punkt ist dann der, dass man sozusagen, um die etablierten politischen Parteien in eine bestimmte politische Richtung zu bringen, das Gleiche machen muss, was man bei Krebserkrankungen mit Chemotherapie macht. Der ganze Körper wird mit Gift überschwemmt, indem man populistische, meistens im Moment rechtspopulistische Parteien wählt, in der Hoffnung, dass das etablierte politische System darauf reagiert. Oder die Leute gehen auf die Straße, wie in einer sächsischen Großstadt, und haben den Eindruck, die Politiker hören nicht auf sie, deswegen müssen sie jetzt monatelang, jahrelang, wie lange auch immer, auf der Straße sein. Die Demokratie könnte verbessert werden, wenn wir vernünftige plebiszitäre Instrumente einführten, die punktuell Bürgereinfluss auf die Politik ermöglichen, nicht in Gestalt der üblicherweise diskutierten Fragestellungen. Die politische Klasse kennt sich nicht aus und legt dem Volk eine Sachfrage zur Entscheidung vor. Nein, in der richtigen Form des fakultativen gesetzesaufhebenden Referendums. Denn dann könnte ein jedes Politik vom Volk sich vorgelegt lassen werden. Und das würde die politische Klasse zwischen den Wahlen an die Bevölkerung rückkoppeln und
Wahlversprechen relativ schwer machen, die man anschließend nicht durch Politik untersetzen kann. Also konkret jetzt darüber abstimmen, ob wir eine Obergrenze für Flüchtlinge einführen sollen? Nein, weil das ist ja nicht gesetzlich festgelegt. Der Leitgedanke ist der, das Parlament macht, was seines Amtes ist, nämlich ein Gesetz. Und das Volk hat die Möglichkeit, wenn es mit einem Gesetz nicht einverstanden ist, über das Gesetz eine Volksabstimmung mit der Frage zu machen, ob das Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Und wenn Sie noch einen Staat haben, der glücklicherweise so eingerichtet ist, dass gemäß Verfassungsrechtsprechung alles staatliche, alles wesentliche staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage bedarf, hat im Grunde das Volk Zugriff auf die gesamten Rechtsgrundlagen der Staatsleitung, aber nicht in Einzelfragen, sondern durch Auseinandersetzung mit von einem Parlament beschlossenen Gesetz. Aber da kommen Sie im Grunde, Herr Patzelt, in die alte Frage des konstruktiven Misstrauensvotums. Wenn Sie immer nur Gesetze per Plebiszit aufheben und nicht zwingen, konstruktive Alternativen zu nennen, dann haben Sie recht bald eine Völlienentzug der Basis. Also das ist, darum habe ich ja nichts dagegen, wenn wir auch noch ein Volksgesetzgebungsverfahren einführen, sodass man all jenen, die behaupten, man könne auf die Politik keinen Einfluss nehmen, sagen kann, ihr bringt bloß nicht die entsprechenden Leute zusammen. Noch einmal, der Punkt ist der, das Überschwemmen eines politischen Systems durch das Wählen populistischer und radikaler Parteien würde entbehrlich. Mhm. Herr Schulman, wäre das eine Lösung, wenn Sie die Niederlande kennen, Sie kennen jetzt aber auch Deutschland, wo Sie sagen, es wäre wichtig, die Leute anders mitzunehmen? Was ist denn, dass die Leute, die rechtspopulistisch jetzt wählen, oder in den Umfragen sagen, dass sie das tun werden, sind es dann doch letztendlich Protestwähler? Naja, ich kann etwas ganz Persönliches sagen. Das ist heute noch nicht passiert, aber das werde ich machen. Ich kam nach Deutschland, ich war ganz froh, aus Holland weg zu sein. Wilders hat mich, meine Stimmung ein bisschen verdorben, muss ich ehrlich sagen. 2008 ging ich so weg. Dann kam ich in Deutschland und ich dachte, hey, hier hört man nichts, was man in Holland so hört. Keine Kritik auf die multikulturelle Gesellschaft, keine laut ausgesprochene, grobe Unterstellungen. Aber dann merkte ich, dass man das zwar nicht in der Politik hört, aber das hört man enorm viel in anderen Orten. So, es gibt es genau das Gleiche. Und dann dachte ich, vielleicht habe ich jetzt ein Dilemma. Vielleicht muss ich sagen, dass Wilders, wenn ich wählen muss, ein Wilders im Parlament oder Pegida auf der Straße und total viel Anschläge auf Asylantenheimen, was wir zum Beispiel nicht haben in Holland, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich lieber kanalisierte Wut im Parlament, dass man sagt, da ist es, da wird es ausgesprochen, da versucht man im Parlament etwas zu ändern, politisch, demokratisch, als dass man sagt, es gibt es bei uns nicht, wir haben es nicht, aber man fühlt es überall und irgendwo kommt es raus, gewalttätig und radikalisiert. Ja. Dieses Unterschied zwischen die beiden Länder, wo ich mich bewege, hat mich die letzten Jahre sehr beschäftigt und In dem Zusammenhang würde es ja vielleicht passen, das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt gesagt, dass es das Verbotsverfahren gegen die NPD eröffnen möchte. Ist das denn dann richtig, Herr Patzelt, oder wäre das halt eben gerade dann falsch, wenn man eine so extreme Partei verbieten würde? Wäre das das falsche Signal? Also grundsätzlich bin ich dagegen, dass man politische Parteien über Gerichtsverfahren aus dem Verkehr zieht. Man hat sie politisch klein zu kämpfen, indem man ihnen ihre Themen wegnimmt. Aber nun läuft das Verfahren schon und sollte es sozusagen gegen die NPD ausgehen, müsste man sagen, um diese Partei ist wahrhaftig nicht schade. Die Frage, die eine sehr spannende Antwort finden wird, lautet aber, wo gehen denn am Wahltag Kreuze machend die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9% hin, die bei welchen Wahlen auch immer bei der NPD ihr Kreuz gemacht haben? Im Grunde schafft es diese Republik dadurch, dieses Verbotsverfahren, die Stimmen auf der rechten Seite des politischen Spektrums zu bündeln. Denn dass die NPD-Wähler dann allesamt zu Hause bleiben, das bezweifle ich, sie werden ihr Kreuz bei der AfD machen. Vielleicht sollte man da aber trotzdem einen Punkt noch differenzieren, weil mit Verlaub, weil die NPD ist nun wiederum etwas ganz anderes als die Parteien, über die wir heute Abend sprechen. Die NPD ist offen nationalsozialistisch. Das ist eine Neonazi-Partei. Das ist Le Pen, das ist die Front National in Frankreich nicht. Ich nehme an, dass es auch die Gruppe um Wilders herum nicht ist. Im Gegenteil, Marine Le Pen hat alles dafür getan in den letzten Jahren, und das erklärt auch ihren Erfolg in Frankreich, sich von antisemitischen Ausfällen ihres Vaters zu distanzieren, bis hin
hin zum Parteiausschluss ihres eigenen Vaters, dem Gründer der Front National. Also das ist dann auch noch ein Familiendrama gewesen. Also sie haben in dieser Partei keine antisemitischen Hetzen, Stellungen, Positionen mehr. Wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder, das weiß ich nicht. Aber es ist auf keinen Fall, in keiner Weise vergleichbar mit der NPD. Ich tendiere auch eher dazu, statt durch Verbot mit politischen Auseinandersetzungen solche Parteien klein zu kriegen. Sie kommen allerdings an Geld und an Finanzierung. Und das ist ja einer der Gründe, warum man die NPD verbieten will. Aber ich glaube, aus den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass es in Deutschland, in dem Kontext, in dem Deutschland gewesen ist, nach wie vor ungefähr zwischen 8 und 10% Rechtsextreme, die sich bereit sind, in Parteien zu organisieren, gibt. Und dann noch mal ein paar mehr, 5, 6, 7, die zum Beispiel potenziell oder latent antisemitisch sind. Das hat sich nicht geändert. Die Organisation dieser Mentalitäten ist bei uns schwieriger, auch wegen der Vergangenheit glücklicherweise. Aber ich glaube, dass wir das einerseits im politischen Bereich bestreiten müssen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Situation auflösen, dass ja ein bisschen was dran ist daran, dass die Wähler sagen, ganz egal, welche der großen Parteien wir wählen, es kommt ungefähr dasselbe bei raus. Dass diese Alternativen wieder deutlicher werden, das ist sehr wichtig. Da ist in Deutschland zumindest eine große Angst angesichts des Übergewichts der Bundeskanzlerin, dass die Sozialdemokratie sich davon absentiert oder dagegen ein Profil entwickelt. Das ist ein großes Problem. Und ich glaube, wenn diese Form von Responsiveness, also Antwort des politischen Systems auf die Wahl, nicht wiedergewonnen wird, dass die Wähler den Eindruck haben, doch, jetzt haben wir hier was bewirkt und da ändert sich was. Es hat sich innenpolitisch sogar in der Großen Koalition ein bisschen geändert, aber die große Linie der wirtschaftlichen Politik hat sich da nicht geändert. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie sollten denn dann Parteien darauf reagieren? Es gab ja, wenn man jetzt auf Deutschland nochmal schaut, und in Frankreich ist es ja auch ähnlich, soll man denn den ja jetzt in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, so wie die CSU es versucht hat, sie hat versucht jetzt ganz klar zu sagen, wir wollen eine Obergrenze und auch Themen, die die AfD ja auch gesetzt hat, dann zu übernehmen. Ist das dann erfolgreich oder wählen die Leute dann doch? Ich habe noch nie erlebt, dass so ein Themenübernehme wirklich denen vom rechten Rand was wegnimmt. Das macht aber sie immer CSU nur weiter salonfähig. Übernimmt doch nicht. Die sagen das doch schon immer, solche Sachen. Das ist doch ja gerade die Funktion der CSU, das zu sagen. Das ist auch das Interessante an das deutsche System, dass immer CSU und Teile der CDU solche Themen aufgegriffen haben und dadurch ist dieser rechte, ja, die Lücke auf rechts ist dann nicht entstanden. Und die ist jetzt weg, habe ich mich erzählen lassen, unter anderem von Ihnen, dass das, was in den 90er Jahren noch so gut funktioniert hat, dass das die letzten Jahre nicht mehr in Deutschland so ist. Und darum gibt es jetzt eine Lücke, die deutlich gefüllt wird von der AfD. Aber ja, die CSU ist ziemlich da geblieben, wo sie war. Die hat sich nicht domestiziert. Die CDU hat sich verändert. Ja. Aber das ist auch die Antwort auf die gestellte Frage. Was muss man tun? Es sollte die Union allmählich wieder ihre wichtige Aufgabe für dieses politische System erfüllen, die immer darin bestand, den rechten Rand halbwegs sauber zu machen. Es ist die CDU zu faul geworden, die notwendigen Diskurse zu führen, und sie ist es dessen müde geworden, von SPD und von den Grünen angegriffen zu werden. Sie würde sich nicht distanzieren vom rechten Rand. Das machte sie dann irgendwann, und hier ist sozusagen leeres Gelände entstanden, in das sich nun Parteien einnisten, die es besser in Deutschland nicht in die Parlamente schafften. Das wäre das Erste. Und damit die CDU diese Aufgabe wieder erfüllen kann, müssen SPD und Grüne allmählich erkennen, dass das Einbinden des rechten Randes eine wichtige Aufgabe, die nur die CDU leisten kann, ist, und sollten die CDU nicht dafür beschimpfen, dass sie sich darum bemüht, sondern eher beloben. Freilich natürlich mit den ganzen taktischen Spielchen, die eben auch zur Politik gehören. Ich würde dann, dass man Forderungen von denen aufnimmt? Nein, es geht nicht darum, Forderungen von denen aufzunehmen. Es geht darum, Probleme, die dieses Land tatsächlich hat, in Angriff zu nehmen. Und wir haben uns ein wenig zu sehr die Grundhaltung angewöhnt, wenn die Falschen etwas sagen, dann ist das, was sie sagen, falsch, weil es die Falschen sind. Wenn die Falschen ein Rezept vorschlagen, dann kann das Rezept deswegen nicht angewendet werden, weil es die Falschen vorschlagen. Schauen Sie, die 19 Punkte von Pegida beinhalteten ein Quotensystem auf europäischer Ebene. Es wird doch jetzt niemand behaupten, dass die Kanzlerin eine Pegida-Forderung übernommen habe, weil sie in Europa ein Quotensystem aufnehmen will. So viel Gagaismus bringt man denn doch in der deutschen Diskussion nicht zustande. Der Punkt ist also nicht der, von Extremen oder Radikalen etwas
das zu übernehmen, sondern mit klarem Blick sehen, wie ist die Struktur der Probleme, was sind Lösungsmöglichkeiten und sich nicht darum zu scheren, ob ein Falscher auch mal was Richtiges gesagt hat. Wie sieht denn das in Frankreich aus? Gibt es da Punkte, die dann übernommen werden könnten oder sollten, damit man Marine Le Pen nicht alle Wähler zugetreibt? Ja, also vielleicht zwei Punkte, die man da auch differenzieren müsste. Also erstens, Hollande wird, glaube ich, die letzten 18 Monate sich anders verhalten als die Zeit bis jetzt. Er wird erstens, und das wird uns, für uns Deutsche auch Probleme machen, er wird sehr viel mehr Geld ausgeben für die französische Armee. Dazu ist er gezwungen. Er wird also das Verteidigungsbudget erhöhen. Er wird eine Art Patriot Act einführen in Frankreich, um auf Islamisten besser reagieren zu können und sie besser observieren zu können. Das heißt also, traditionelle öffentliche Freiheiten, gerade in Frankreich ist man das ja gewöhnt und hat sie eigentlich im Grunde genommen ja eingeführt in Europa, werden jetzt zum Teil in Frage gestellt. Das heißt, Hollande rückt in dieser Beziehung nach rechts unter dem Druck der Verhältnisse. Er wird auch den Stabilitätspakt, so wie wir ihn gerne hätten, in Deutschland nicht einhalten können. Frankreich liegt eh weit über 3%. Aber wenn das Verteidigungsbudget erhöht wird, und das muss erhöht werden, an Betracht der Tatsache, dass Frankreich jetzt im Syrien und wahrscheinlich auch bald im Irak militärisch sehr stark engagiert ist und das über die nächsten 10, vielleicht 20 Jahre hinaus, das geht mit dem jetzigen Verteidigungsbudget nicht. Das muss also erhöht werden. Das heißt also, dass der Partner, der deutsche Partner Hollande, wird nicht mehr so wachsförmig sein für Angela Merkel, wie das bisher der Fall gewesen ist. Er hat auch nichts mehr zu verlieren. Er weiß, das sind wahrscheinlich seine letzten 18 Monate. Und er kann eigentlich nur dadurch punkten, indem er Härte zeigt. Ja. Ein zweiter Punkt ist auch, was die französische Situation schwieriger macht im Vergleich zu der deutschen. Wir haben in Deutschland den Kultur des Konsenses. Man sagt, man spricht in Frankreich immer von la culture du consensus, wenn man über Deutschland spricht. Und das hat man, das heißt, rechts und links können zusammen agieren, was übrigens auch ihre These ein bisschen in Frage stellt, denn die CDU kann sich nicht konservativ aufstellen. Die Merkel ist gezwungen, mit der Großen Koalition weiterzumachen. Sie hat keinen anderen Partner. Ja, das Problem. Und die Merkel die konservative Position wieder aufnimmt, ja, um sich nach rechts abzugrenzen oder ein rechtes Wählerpotenzial zu bedienen, desto schwieriger wird die Regierungsarbeit mit der SPD und so, also das kannst du vergessen. Wahrscheinlich steigen rechte Parteien auf. Ja, zentristisch bleiben in den nächsten Jahren. Eine rot-rot-grüne Alternative geben. Aber das haben wir geben. In Frankreich nicht. Wir haben zwischen rechts und links keine Kultur der Zusammenarbeit. Mhm. Ja, sie können nicht zusammenarbeiten. Wir haben keine Tradition der Großen Koalition. Wir haben keine Tradition des parteiübergreifenden globalen Konsenses. Es sei denn, dass der Erste Weltkrieg ausbricht. Ja, da hat man damals gehabt. Das ist aber schon 100 Jahre her. Und seitdem ist es nicht wiedergekommen. Und das macht es sehr, sehr schwierig für Hollande, sagen wir mal, sich über den Parteien zu profilieren und eine globalpolitische Position einzunehmen. Ja. Ich möchte kurz anknüpfen noch mal an dem, was Sie sagten, dass Hollande nicht so wachsweich sein wird gegenüber Merkel wie früher. Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch außerhalb Deutschlands für den Rechtspopulismus eine wichtige Rolle spielt. Deutschland hat sehr dominiert. Das ist in der deutschen Öffentlichkeit nicht wirklich thematisiert worden oder kritisch. Es hat aber eindeutig dominiert. Es hat den anderen auch einen Wirtschaftskurs auferlegt, aber hat auch personalpolitisch dominiert. Und das hat selbst Kohl gesehen. Das ist ja einer der Gründe, warum er skeptisch war gegenüber Merkel. Merkel hat da ungeniert im Sinne von kurzfristigen nationalen deutschen Interessen, auch wirtschaftlichen Vorteilen, dominiert. Und auch, das auch gegenüber Polen. Überall haben sie die Entscheidung durchgezogen, hat auch nicht konsultiert, weder bei der Energiewende noch jetzt bei den Flüchtlingen. Und damit ist außerhalb Deutschlands die Möglichkeit für rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien immer ihre eigene gemäßigte Regierung anzuklagen, dass sie nur Wachs ist in der Hand Deutschlands. Und zwar in einem ganz bestimmten Punkt. Es geht um die Frage der Souveränität. Ja. Und darauf spielt Le Pen in allen Wahlschlachten an. Sie ist die Dame, sie ist die Person in Frankreich, die dem Land Frankreich die Souveränität zurückbringen will. Souveränität in der Währungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Haushaltspolitik, in der Außenpolitik, die Frankreich aufgegeben hat, zum großen Teil zugunsten Deutschlands unter dem Druck, der von Berlin aus auf Frankreich und auch auf die übrigen EU-Länder ausgeführt worden ist. Aber gerade jetzt im Moment hat Frankreich doch eine sehr starke Konzentration, also auf den Nationalismus. Also man
jetzt nach den Terroranschlägen, die französischen Fahnen überall, die Marseillaise. Also da hatte man doch das Gefühl, das ist kein Nationalismus, wenn die Fahnen rausgehängt werden zum ersten Mal. Ich meine eine starke Konzentration auf die Nation. Dann ja, vielleicht falsch wenn Sie so wollen, so. Aber mehr noch, es geht gar nicht so sehr um die Nation an sich, sondern es geht um die französischen Traditionen. Dazu gehört, dass man Wein trinkt, dazu gehört, dass man Frauen und Männer zusammen in Cafés sitzen und dass sie zusammen Musik hören. Das ist the way of life, das man in Frankreich hat. Und das wird jetzt in Frage gestellt durch die Islamisten, die auf Menschen schießen. Warum? Weil sie Musik hören, weil sie zusammen Musik hören und weil sie einfach abends feiern gehen. Und deswegen hat man die Fahnen rausgehängt, um zu sagen, wir lassen uns unsere Art zu leben nicht verbieten. Und das hat man halt verbunden mit der französischen Flagge. Mhm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, wenn wir auf ganz Europa gucken, wenn wir jetzt sehen, diese Diskussion, die wir ja nun haben, wie viel Schengen können wir uns noch leisten, wie stark müssen wir unsere Grenzen dicht machen und schützen. Bei Wilders ist das ja auch eine ganz klare Forderung in den Niederlanden, die Grenzen müssen dicht gemacht werden. Was denken Sie ja schon, könnte das sein, dass Wilders der nächste Regierungschef in den Niederlanden wird und dann tatsächlich versucht, die Niederlande abzuschotten? Ich dachte noch ein Jahr zum nächsten Wahl, dachte ich. Dann kann noch viel passieren. Es hängt ab, was mit der Flüchtlingskrise tatsächlich passiert. Es hängt auch ab, was Merkel tatsächlich macht. Das hat tatsächlich Einfluss auf, wie in Holland über Europa gedacht wird. Wie, in der Euro-Krise war Holland sehr auf der Hand Deutschlands. Sie haben sehr zusammengearbeitet. Man wollte auch gerne, dass Merkel da streng war in Europa. Jetzt ist es andersrum tatsächlich. Jetzt also hat Deutschland eine andere Rolle. Wilders hat gesagt, wir sollten nicht für die Dummheit von Angela Merkel bezahlen müssen. Das war unprofessionell und sogar verantwortungslos, ihr Handeln in der Flüchtlingskrise, jetzt, hat er gesagt. Meinen Sie? Ja. Jetzt hat genau. Wilders gesagt zu Merkel. Das ist jetzt auch eine Stimmung, die man öfter hört. Und was mit Wilders passieren wird, es ist natürlich so, dass wir haben viele Parteien in Holland, viele Parteien, die auch zusammen sich zusammensetzen können und wollen, wenn die damit Wilders als alleine oder fast alleine regierende Partei verhindern können. So etwas wird jetzt auch diskutiert. Man merkt, dass das ein großer... So Wilders ist an der einen Seite die größte Partei. Andererseits ist er auch der meistgehasste Politiker von Holland. So, man merkt das auch im Parlament, dass damit verbindet er natürlich auch andere Parteien. Es ist nicht so, dass andere Parteien sich jetzt auch so viel vorschreiben lassen. Es ist tatsächlich eine sehr harte Diskussion, wird geführt. Schimpfwörter, muss man auch ehrlich zugeben, im Parlament, auch neu für Holland. Das bedeutet auch, dass die Widerstand kann viel stärker und größer werden, um aber das zu verhindern. Ist ja, was es für Europa bedeutet, Frau Schwan. Denken Sie, wir haben in der nächsten Zeit, wir haben wirklich eine stärkere Konzentration auf die eigene Nation und dass es letztendlich das Projekt Europa als grenzenloser Raum stark gefährdet ist dadurch? Dieses Projekt Europa ist gefährdet. Ich glaube, so wie die Machtverhältnisse gerade auch im wirtschaftlichen Bereich liegen, dass der Schlüssel zur europäischen Zukunft in Deutschland liegt. Deutschland hätte es in der Hand, auch gerade gegenüber Frankreich und gegenüber Südeuropa, eine andere Politik, nicht der rigorosen Sparpolitik und so weiter, zu betreiben. Und Deutschland hat auch die ökonomische Macht dazu. Da ist aber wieder das Problem, dass sich die Union so identifiziert hat mit der bisherigen Politik, dass ich es von ihr nicht erwarte, dass sie sich davon distanziert, sodass ich befürchte, wenn die Sozialdemokratie jetzt nicht sagt, so jetzt reißen wir das rum und sagen, wir machen jetzt mal eine Alternative Rot-Rot-Grün zu 2017, damit auch wieder zwei unterschiedliche Politikentwürfe entstehen auf diese Weise und nicht ein unüberschaubares Gebräu sozusagen. Wenn die Sozialdemokratie das nicht tut, wenn sie weiter sich auch gegen die Bewegung im Süden, sei das Syriza, obwohl die ja inzwischen der Tsipras bewundern, glaube ich, nach all seinen Wahlerfolgen, aber auch Portugal und Spanien. Wenn sie da sich nicht öffnen, dann fürchte ich, dass die Renationalisierung fortschreitet. Dann haben Sie, Entschuldigung, aber wenn Sie Rot-Rot-Grün in Deutschland haben, haben Sie nicht einen einzigen Bundeswehrsoldaten mehr außerhalb der deutschen Grenzen. Und das wird bedeuten, insbesondere aus französischer Sicht, dass man wieder das Gefühl hat, von Deutschland verraten zu werden. Nämlich, dass Deutschland beiseite steht, wenn es darum geht, Gefahren terroristischer Natur insbesondere entgegenzugehen. Ich glaube nicht, dass Sie da recht haben. Das ist das große Problem bei den Linken. Aber ich glaube, da wir auch solche Diskussionen geführt haben, dass in dem Kontext einer Regierungsverantwortung die Linke nicht so dogmatisch sein wird, wie sie sich jetzt begibt. Aber es ging ja nochmal um Europa. Also die Frage, werden wir uns daran gewöhnen müssen,
bei der Fahrt in den Urlaub wieder den Pass zu zeigen. Und werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass dieses grenzenlose Europa eben nicht mehr so funktioniert, wenn die Rechtspopulisten stärker werden. Brutal formuliert, wenn es Deutschland schaffen sollte oder energische Anstrengungen in diese Richtung macht, sein gewünschtes Quotensystem anderen europäischen Staaten aufzuzwingen, die es nicht haben wollen, wie inzwischen Frankreich, wie Schweden, wie insbesondere die mittelosteuropäischen Staaten, dann mästet Deutschland Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus quer durch Europa. Und die Quittung wird eine Renationalisierung Europas sein. Wir sind wie bei der Währungspolitik dabei, den Bogen zu überspannen. Und wir verwenden unsere Machtmöglichkeiten in Europa derzeit darauf, anderen Staaten ihren eigenen Weg, den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, durch deutsche Wünsche, die ein britischer Kollege als Hippie-Politik eines Hippie-Staates bezeichnet hat, durch deutsche Wünsche zu überlagern. Und das ist die zentrale Gefährdung Europas. Wir sind dabei, durch unsere Einwanderungspolitik Europa in die Luft zu jagen. Mhm. Herr Stark, sehen Sie das ähnlich streng? Also ich persönlich nicht, aber in Frankreich sieht man das ähnlich. Das muss ich schon zugeben. Also die Frankreich quer durch alle Lager hat, sagen wir mal, Anfang September Angela Merkel über den grünen Klee gelobt. Da war das wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen Mama Merkel, aber sie stand also auf dem Zenit und hat ein ganz anderes Bild abgegeben als Schäuble Mitte Juli auf dem Griechenland-Gipfel. Aber als dann die Massen zugenommen haben, man hatte das Gefühl, also dass im Grunde genommen durch die Politik Deutschlands nicht das Problem kanalisiert wird, sondern dass recht immer mehr Flüchtlinge nach Europa kommen, da hat man natürlich dann vor allen Dingen mit den Attentaten am 13. November dann den Zusammenhang gesehen zwischen Terrorismus und Flüchtlingen. Gut, obwohl der sachlich nicht richtig ist. Absolut. Aber das können wir heute Abend nicht weiter diskutieren, denn wir sind am Ende unserer Sendung, dieser Sendung. Vielen Dank Ihnen fürs Diskutieren, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen sind wir natürlich wieder für Sie da und dann streiten wir pro und contra Burka-Verbot und reden über die Pflicht zur Integration. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.